I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. Mein Bruder Josef sagte immer: Ohne sie sind wir bloß irgendein Dorf. Irgendwo in den Tiroler Bergen. Aber mit ihnen sind wir Kitzbühel. Das Espen der Alpen. Jeden Winter fallen sie hier ein. Sie fahren in ihre Chalets in alpin Schick. Oben auf den Bonzenhügeln. Und bringen den Glamour, das Geld. Die Party. Doch hinter der funkelnden Fassade sind auch sie nur Menschen. Wie du und ich. Zumindest hat das mein Bruder immer gesagt. Lizzie, du hattest recht. Sie ist einfach nur fucking manipulativ. Ich glaubte echt, dass sie mich liebt. Und sie hat mich einfach nur verarscht. Ich wollte, dass sie spürt, was es heißt, in einer Nacht alles zu verlieren. Ich wollte ihr zeigen, dass auch ihre Handlungen Konsequenzen haben. Aber das wollte ich nicht. Hey, Lizzie, der Spritzer kommt gleich. Was willst du denn? Hier, zum Wohl, mon chérie. Dank dir, Lizzie. Aber trink nicht zu schnell, Hubert. Sonst verpasst du noch das Feuerwerk. Mit Visa kannst du nicht zahlen. Wir waren zuerst hier. Was? Steig in deinen Suff und hau ab. Stopp. Ihr habt die Wahl. Entweder, ihr geht raus und prügelt euch da schön. Oder ihr trinkt mit mir. Und wir stoßen zusammen auf ein friedliches neues Jahr an. Überzeugt. Danke, Lizzie. Prost. Skål. Stößchen. Okay. Auf geht's. Zwei Runden. So. Jetzt bin ich bei dir. Kennst du schon unsere Gastgeberin heute? Zeig mal. Hey, Lovelies. Ich bin auf dem Weg nach Kitzbühel. Und bereite mich vor auf die epischste Party des Jahres. Was darf vor so einer langen Nacht nicht fehlen? Die perfekte Beauty-Routine. Ich teste momentan die Produkte von Pure Aura. Und ich schwöre auf die Pure Aura Moisture Mask. Einfach nur Pure Aura? Nur her damit. Sicher nicht ganz billig, diese Aura. Klappt alles heute Abend? Hab ich geklärt. Ich hab mit Madli gesprochen. Und ich hab auch dein Outfit dabei. Arbeiten wir? Oder treten wir einer Sekte bei? Aber, bist du sicher, dass du dir das antun willst? Es ist Hauptsaison. Ich nehme alles mit. Aber ausgerechnet heute? Erzähl lieber, wie London ist. Ach, viel Regen, keine Berge. Crazy teuer. Gib's zu, du hast eine geile Zeit. Na gut. Die Stadt ist der fucking Wahnsinn. Du musst einfach nachkommen. Erstmal sehen wir uns auf der epischsten Party des Jahres. Oh mein Gott, ja. Biu, du willst schon los? Ich könnte noch eine Runde. Ich muss arbeiten. Alter, es ist Silvester. Und du willst arbeiten? Ich will nicht, ich muss. Was machst du eigentlich? Wieso? Naja, du bist jetzt zum dritten Mal hier. Und ich kenne noch nicht deinen Namen. Es sei denn, Anonym Fan ist ein typisch Tiroler Name. Kein Fan von Smalltalk, verstehe. Sicher, dass du nicht feiern kannst. Heute Abend? Die Party wird episch. Ich muss auf den Hof. Moment. Auf den Hof, hast du gesagt? Das ist ein Clou.
Du bist Bauer. Echt jetzt? So ein richtiger Bauer. Mit Traktor, Mistgabeln und Kühe melken. Und dem ganzen Shit? So in der Art, ja. Süß. Einen Bauern hatte ich noch nicht. Glückwunsch. Sollte ich mal jetzt lieber Kühe melken gehen, oder? Melken die sich nicht quasi von allein? Wir haben keinen Melkroboter. Ah, das ist natürlich schwierig. Wer ist das? Nur der Putzroboter. Ich bin noch einige Tage hier. Falls du noch mehr Lust auf anonymen Fun hast. Schritte entfernen sich schnell. Tür wird geöffnet. Guten Rutsch. Auf London, Baby. Auf St. Martin's College. Auf Art and Fucking Design. Ich bin so stolz auf dich. SCHH. Ruhe bitte. Kann ich mal um Ruhe bitten? SCHH. Pischt. SCHH. Meine Schwester hier, das kleine Genie, hat ihr Stipendium für London bekommen. Das heißt, sie wird euch hier alle nicht mehr bedienen. Oh. Die nächsten Drinks auf Lizzie. Lizzie. Okay. 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 Lizzie. Moskow Mule. Cuba Libre. Ja. Und Dark and Stormy. Jo? Dark and Stormy? Nein. Für mich ist gut, danke. Wie? Ich glaub, ich pack's. Gleich 12. Wir wollten doch reinfeiern. Nein, ich muss gehen. Tut mir leid. Wohin willst du jetzt? Wahrscheinlich zu seinem Mystery Girl. Stimmt's, Jo? Wer ist es diesmal? Becky aus Australien? Oder Francesca aus Bologna? Vielleicht hat sie einen Freund. Klar, sie hat einen Freund. Nein. Sie hat Schluss gemacht. Okay? Wir sehen uns beim Bonfire. Hey, Hans. Wie geht's? Heute ist irgendwie hart. Weißt du, was das Verrückte ist? Ich guck immer wieder darüber. Und frag mich, hat sie überhaupt gemerkt, dass er gestorben ist? Lizzie? Bist du sicher, dass wir das Richtige machen? Hey, wir packen das. Ihm zuliebe. Ein Jahr auf den Tag. Den Tag, an dem die Welt zerbrach. Ein Jahr Stillstand. Leere. Ohnmacht. Ein Jahr lang warten. Auf heute. Auf den Moment, in dem du die Kontrolle wieder übernimmst. In dem es kein Zurück mehr gibt. Du hältst nochmal inne. Und mach's dir bewusst. Wenn du das jetzt durchziehen willst, darfst du dich bloß nicht ablenken lassen. Puh. Sorry, ich suche nur das Catering. Hinten lang. Dominik, richtig? Kennen wir uns? Na, du bist ihr Freund. Und du bist einer ihrer Follower? Genau. Ah. Wie war es denn in Kalifornien? Wärmer. Du, ich komm gerade aus der Sauna, also. Kannst du mir das Handtuch reichen? Lizzie? Die Arbeit ruft. Okay, dann ciao. Aperitif ist ein Petnet. Biodynamisch nach Champagnerart versektet. Null Sulfat. Aber really nice and dirty im Abgang. Hey, Lizzie? Verstanden? Nice and dirty. Ja. Sehr gut. Dann Champagner. Aufs Zimmer der Gastgeberin, hopp. Hallo? Na? Verlaufen? Ich brachte nur was zu trinken vorbei. Ah. Und was machst du dann auf dem Balkon?
Ich hab nur durchgelüftet. Faszinierend. Aber so genau wollte ich es nicht wissen. Kannst gehen. Wirsing. Wie sieht's aus? Mit den Präsenten für die Kaiserin? Bin dran. Lass mich nicht hängen. Sicher. Vanessa ist fein damit. Dass ich auf ihrer Party aufkreuze? Wo bleibt dein Selbstbewusstsein? Nessa ist meine beste Freundin. Und du bist mein Plus One. Bist du schon oben? Ich musste noch ein bisschen Dorfluft schnuppern. Bin gleich da. Party, Party. Es tut gut, wieder hier zu sein. The One Stop Shop for Bereavements. Das läuft? Ja. Forbes Deutschland hat uns auf die Liste der 30 unter 30 gesetzt. Wow. Wie ist es bei dir mit dem Autodesign? Gut. Gut. Richtig gut. Ja. Dann nahmen sie dich in Pasadena? Bin gleich wieder da. Ja. Hopp. Danke. Du bist die Rettung. Irgendwas ist anders an dir. Aber was? Ich hab noch was zum Anziehen gefunden. Ist ein starker Look. Nicht das Servicepersonal angraben, Domi. Kosch. Na? Wie geht's? Wo ist Nessa? Es ist extrem wichtig, zu spät zu kommen. Auch zur eigenen Party. Hey, ich habe uns gut was aufgestellt. Uns dreien. Wirsing müsste da sein. Sahst du den? www. Wirsing? Warum Wirsing? Na, der bringt die Brause. Nein. Kein Wirsing. Nessa dreht durch. Wieso nicht? Schau einfach, dass er verschwindet, ja? EY? Komm, wir machen Party heute, hm? Wir haben uns ein Jahr nicht gesehen, Mann. Das war doch kein Jahr. War das ein Jahr? Meine Süßen. Ein Jahr ist einfach so viel zu lang. Ich freue mich so sehr, wieder in Kitzbühel zu sein. Es ist für alles gesorgt. Ihr wisst, wie's geht. Wählt die Waffen und entfliehe der Realität. Ja. Komm her, du Granate. Kosch. Hey, Babe. Hey. Ist die Band back together, oder was? Pips, das ist Kosch. Ein alter Freund von ganz früher. Kennt ihr euch noch? Von ganz früher. Ah, Kosch. Krass. Irgendwie sahst du anders aus. So ein bisschen. Fett wie ein Otter? Komare, ich habe uns einen Mezcal mitgebracht. 8000 die Botella. Später vielleicht. Ich mach eine Runde. Nichts da. Wir stoßen an. Her mit deinem Tässchen. Ich muss echt kurz Hallo sagen. Schön, dass du da bist, Kosch, ja? MHMHM. Von ganz früher. Bin ich ihr peinlich, oder was? Quatsch. Vergiss es. Komm. Was soll denn das heißen? Von ganz früher. Vor Urzeiten? Ich fühle mich, als wäre ich ausgestorben. Hey. Keinen Kitzbühel-Meltdown heute, ja? Meltdown, Schmeltdown. Drink. Nichts für ungut. Alter. Ah ja, komm. Dafür ballern wir zusammen einen. Und du trinkst mit. Domi. Kommst du? Meine Lieben, die Pflicht ruft. Komm schon. Du willst doch jetzt nicht zu der fahren. Es ist gleich 12. Du kannst nicht abhauen. Wir sehen uns morgen. Entspann dich mal. Es ist spiegelglatt und neblig da draußen. Und gesoffen hast du auch. Das bisschen da.
Ich bin stocknüchtern. Hey, yo. Bleib da. Mach keinen Scheiß und bleib. Wir sehen uns im neuen Jahr, Amore. Sei mir nicht böse, ja? Der ist lebensmüde. Nein, der ist verliebt. 5, 4, 3, 2, 1. Frohes Neues, Liebste. Ist alles okay? Frohes Neues. Ich habe einen Wunsch für das neue Jahr. Komm zu mir nach London. Wie geplant. Wie denn, Antonia? Keine Ahnung. Du bewirbst dich. Halt nochmal bei St. Martins. Du warst quasi schon drin. Ich kann meine Eltern hier nicht allein lassen. So, wie ich die beiden kenne, wollen sie sicher nicht, dass du deine Zukunft opferst. Du warst auch nicht da im letzten Jahr. Böller knallen. Feuerwerksraketen pfeifen. Scheiß drauf. Lass ruhig drei machen. Bisschen Keter für später? Definitiv. Hey, Kosch, du kommst mir gerade recht. Was will der hier? Servus, Domi. Ich sagte, ich will ihn hier nicht haben. Hey, was bist denn du so fies zum Wirsing? Aber echt, ich bin auch nur ein Mensch. Oh, es tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. Und jetzt schleich dich. Soll ich jetzt auch gehen, oder was? Ach Quatsch. Tut mir leid, dass wir uns letztes Jahr so wenig meldeten. Ist alles ein bisschen chaotisch. Ist alles okay? Passt, passt. Na gut. Dann lass mal dippen. Warte, gleich sind wir ungestört. Na los. Pack ihn aus und hol dir einen runter. Gott, bist du armselig. So ist gut, du kleine Drecksau. Ich will hören, wie du kommst, Ferdinand. Weiter. Oh ja, gleich. Oh, das hast du so gut gemacht. Und jetzt gehst du brav zurück ins Bett zu deiner Alten. Und denkst an mich. Ja, mach ich. Hallo, hallo? Was machst du hier? Auf Toilette gehen. Die ist nicht für Servicepersonal, ne? Wie heißt du? Dein Name? Lizzie. Wieso? Süß. Du kannst wieder zurück ins Dorf. Du bist gekündigt. Du kannst mich nicht feuern. Ach, und ob ich das kann? Ich bin die beste Freundin. Der Gastgeberin. Ich machte nichts. Na ja, das sagst du. Aber du schnüffelst hier rum und... Ach, die eine oder andere Sache. Lässt du auch mitgehen, hab ich gesehen. Aber... Pack deine Sachen, Heidi. Die Party ist aus. Na los, geh. Oder willst du mir beim Scheißen zuhören? Was für ein Scheiß? Sorry, das wollte ich nicht. Oh. Oh Gott, Car Crash. Beschissenes frohes Neues. Tut mir leid. Lass, du machst es nur schlimmer. Wie schwer ist es, ein fucking Tablet zu tragen? Was ist hier passiert? Wo habt ihr diese Scheißamateure her? Babe, komm, relax. Relax. Das ganze Ding ist ruiniert. Ich geh mich umziehen. Warum tust du dir das eigentlich an heute? Ich komm gleich wieder rein. Geh doch nach Hause. Ich handle das mit Madli, keine Sorge. Und dann rufe ich dich morgen an. Was machst du? Mich entschuldigen. Geh, scheiß doch auf die. Kann ich mir leider nicht leisten. Mach die Scheißtür zu. Absperren. Schneller. Schnauze.
Geh da drüber. Geh da rüber. Fresse halten. Alle beide. Fresse. Scheiße. Schau mich nicht an. Nessa? Sag was. Sag was. Ich komme gleich. Kann ich reinkommen? Gerade nicht. Ich komme gleich. Okay. Wir sehen uns unten. Alles gut. Die Polizei wird gleich hier sein. Was hast du gesagt? Nichts. Was du gesagt hast. Sag mir, was du gesagt hast. Sag es jetzt. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Lug mich nicht an. Ich habe sie eben gerufen. Vor der Tür. Du lügst. Wie du meinst. An deiner Stelle würde ich jetzt ganz schnell abhauen. SCHH. Du hältst dein scheiß Maul jetzt. Okay. Es ist vorbei. Wirklich. Alles gut. Alles gut. Okay, okay. Nessa? Süße, mach auf. Komm schon. Nessa. Oh Gott, ich habe gehört, was mit deinem Kleid passierte. Was macht die hier? Die da hat gerade mein fucking Leben gerettet. Ruf sofort die Polizei. Kam er durch diese Tür auch rein? Ja. Ich hatte mich gerade umgezogen. Und dann kam er einfach rein. Sonst geht's ihnen aber gut. Frau von Höhenfeld? Sie wurde mit einer Waffe bedroht. Wie soll's ihr schon gehen? Wir wären jetzt soweit durch. Frau Freien von Höhenfeld. Ich danke Ihnen. Tschüss. Ciao. Lizzie. Gruß an die Eltern, ja? Es tut mir so leid. Richte ich aus. Ich danke dir. Genug gekuschelt, ihr kleinen Tanzmäuse. Ab auf den Dancefloor. Ich muss leider wieder arbeiten. Nein. Nein. Du feierst jetzt mit uns. Komm. Nothing to say. Von Savage Gary Feet. Georgia. Sorry nochmal wegen deinem Outfit. Ist scheißegal. Du bist der fucking Hero heute Abend. Sie ist eine verdammte Heldin. Wie lange bist du noch in Kitzbühel? Ein paar Tage nur. Hey. Wir machen morgen einen Brunch für Dominique. Kleine Runde. Komm doch. Voll gerne. Huh. Das wird krass. Hey, machst du uns noch Drinks? Was? Aber ich arbeite. Ach. Diesmal schaffst du's mit dem Tragen. Nessa, leg dich nicht mit der an. Die gibt dir Magersucht. Wenn du nicht bei drei auf dem Baum bist. Geht's dir gut? Wieso fragt denn mich das jeder? Pippa. Was ist denn das für ein Name? Pippa, 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 Pippa. Kosch, Kosch. Geh mal runter vom Gas. Party, hey. Gehst du? Ich glaube, mein Pulver ist verschossen. Starker Auftritt heute. So kann man das auch nennen. Mehr hab ich nicht dabei. Ich kann's auch PayPalen. Was? Na, als Dankeschön. Glaubst du, ich kam her, um mir Trinkgeld zu holen? Ah, du hältst mich. Für so einen Münchner Bonzen, der nur mit Scheinen um sich wirft und mit Dompi rumspritzt. Aber du bist Dieper, oder? Deswegen sitzt du hier und schaust in die Berge und fragst dich, was, wenn ich doch nicht das Zentrum des Universums bin? Du hast dir also schon eine Meinung gebildet. Kleiner Tipp für die Zukunft. Bevor du jemandem einen Hunderter in die Hand drückst, frag erst mal nach dem Namen.
Okay. Wie heißt du? Lizzie. Dominique. Zentrum des Universums. Na dann. Bis bald, Lizzie. Jetzt sagst du nichts mehr. Oh. Pack das Scheißding weg, du Arsch. Alter, Hans. Das war ja eine Mega-Show. Denen zeigten wir's, den Bonzen. Nicht so laut. Und, jetzt erzähl schon. Ich bin zum Brunch eingeladen. Innerer Kreis. Puh. Wenn du nicht sofort dein Maul hältst, dann. Ich hab mich fast eingepinkelt. Was? Bin ich ein Gangster oder nicht? Mega, der Gangster. Fick dich. Komm schon. Es sind nur wenige Tage, bis sie wieder abhaut. Komm, eins noch. Ich wartete die ganze Zeit im Auto. Es war harte Arbeit, keine Sorge. Dafür bist du jetzt ihre Heldin. Ich muss aber ihre Freundin werden. Auf Josef. Auf Jo. Es heißt, es gibt 5 Phasen der Trauer. Erstens. Leugnen. Es kann nicht sein, dass der Mensch, mit dem du alles geteilt hast, schon den Mutterleib, einfach nicht mehr da ist. Die Welt zerbricht. In ein davor. Und in ein danach. Du bist einfach nur ohnmächtig. Bis zur Phase 2. Wut. Wut auf die Person, die alles kaputt gemacht hat. Für die alles nur ein Spiel war. Die nicht einmal merkt, was sie genommen hat. Sein Leben. Seine Zukunft. Unsere Zukunft. Und dann, Phase 3. Scheiß auf Phase 3.